in der Begrüßungsmappe bekommen. Wenn nicht, könnt ihr sie euch gerne noch abholen bei uns oder am Ausgang oder nachher gerne auch auf uns zukommen, bei einem Tasse Kaffee noch ein Gespräch zu führen. Wir wollen wirklich Jesus nachfolgen. Er ist unsere absolute Ausrichtung und um ihn dreht sich alles, weil alles kommt von ihm, alles besteht durch ihn und alles geht ihm auch wieder entgegen. Und das ist einfach eine wunderbare Nachricht. Ich lade uns ein, dass wir das Wort Gottes zusammen aufschlagen oder hier an dem Bildschirm mitlesen. Und wir gehen mal in den Psalm 42. Und da steht, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und die letzten Verse dieses Psalms sind: Was beugst du dich nieder, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, die Heilstaten meines Angesichts und meinen Gott. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament hinein, eine Geschichte, die uns Markus aufschreibt. Es wird auch in anderen Evangelien wiedergegeben, aber wir lesen heute die Markus-Variante dieser Geschichte. Sie ist ein bisschen verkürzter, aber Markus hat hier etwas im Sinn, warum er das so schreibt, und er möchte uns das so von Gott wiedergeben. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworten ihm und sagen: Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber ein Prophet, einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Wir wollen uns heute in diesen Momenten, die uns noch bleiben, unterhalten über das Thema der Richtung unserer Sehnsucht. Was ist die Richtung meiner Sehnsucht? Wenn du auf Facebook unterwegs bist, dann siehst du manchmal Leute, die Selfies machen mit irgendwelchen Berühmtheiten. Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der solche Freunde auf Facebook hat, aber manchmal sieht man jemanden, der sich ablichtet mit Person XY. Ich erinnere mich an einmal, da bin ich auf dem Flughafen Berlin-Tegel, den gab es damals noch gewesen. Ich hatte eine israelische Reisegruppe, die verwundete Soldaten aus dem Krieg, war im Reichstag mit denen, und wir hatten so eine Versöhnungsreise, und sie wollten einfach auch, dass sie mal aus dem ganzen Krise rauskamen, und wir waren unterwegs in Berlin und ich begleitete dann die Gruppe. Sie flogen dann weiter von Berlin-Tegel weiter und ich stand dann dort ganz alleine, wollte mich dann wieder auf den Heimweg selber machen, und ich drehe mich um. Und plötzlich kommt mir ein riesengroßer Mann entgegen. Ich gucke hin, begleitet von zwei Bodyguards. Helmut Kohl stand vor mir. Und ich begrüßte ihn und sagte: Guten Tag. Guten Tag. Er hat ja so ganz speziell gesprochen. Und wisst ihr, was in dem Augenblick in mir passiert ist? Absolut nichts. Und wisst ihr, was nachhaltig verändert wurde? Absolut gar nichts. Aber früher hätte ich vielleicht auch der Versuchung erlegen, oder wäre ich erlegen, ein Selfie mit ihm zu knipsen. Aber es hätte nichts verändert. Gar nichts.
einfach mich mit einer Berühmtheit, und für uns als Familie war diese Zeit der Wende, und das war alles das war ja nicht so viele Jahre danach, und es war immer noch Dankbarkeit und ganz viel Freude darüber, dass ich jetzt hier in Berlin sein konnte, an einem Flughafen sein konnte, und vieles von dem wurde auch auf die damaligen Persönlichkeiten projiziert, die aktiv waren, die Akteure, die mitbeteiligt waren an diesem wunderbaren Erlebnis. Aber nichtsdestotrotz hatte ich ja keinen Zugriff auf ihn, und es war einfach eine Persönlichkeit. Eine Rede von ihm hätte mir wahrscheinlich mehr gebracht als einfach diese kurze Begegnung. Und so schnell sind wir dieser Versuchung aber erlegen, und heutzutage merke ich, viele lassen sich halt fotografieren oder fotografieren sich selber mit einer Berühmtheit, aber was innerlich eigentlich mitschwingt, ist eine Sehnsucht nach etwas, was auf diesen Menschen liegt oder wofür sie stehen oder was sie ausmacht oder was ihr Programm ist oder was ihre Botschaft ist. Wir kennen die Persönlichkeiten gar nicht einfach so von Angesicht zu Angesicht, aber wir projizieren etwas. Und dann frage ich mich manchmal, wenn ich diese Fotos so sehe, warum fotografierst du dich jetzt mit der Person? Was ist wohl die Sehnsucht deines Herzens, die dahinter steckt? Und zu der Zeit Jesu gab es einige, die sich mit ihm hätten wahrscheinlich gerne fotografieren lassen. Und jeder hätte so seine Sehnsucht damit verknüpft. Unterschiedlicher Art. Und die Sehnsucht unseres Herzens ist eine Frage, die wir uns immer wieder mal stellen dürfen. Was ist eigentlich die Richtung meiner Sehnsucht? Auf wen projiziere ich das? Wir haben in diesem Psalm gelesen, dass der Psalmist, das waren ja Leute, die zu David dazukamen, die David angestellt hatte, um Lieder zu schreiben, um anzubeten. Und die schreiben diesen wunderbaren Psalm, in dem sie so viel über Sehnsucht nach Gott sprechen. Und wenn wir uns diese Verse anschauen, dann sind sie gefüllt von echter, wirklicher Hingabe. Und ich kenne ja auch diese Lieder, die wir so singen, und die sind wunderschön, dass wir Sehnsucht haben nach Gott. Und ich habe mir in den letzten Wochen die Frage selber persönlich gestellt, immer wieder mal aufs Neue, wie viel Sehnsucht habe ich wirklich? Oder wonach habe ich Sehnsucht? Wenn du in christlichen, kirchlichen und dann auch noch pfingstlichen oder charismatischen Kreisen, wir haben ja sehr viele Worte für uns, ne? Wir haben ja sehr viele Bezeichnungen, wie unser Stall heißt. Also für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel in kirchlichen Kreisen unterwegs sind, Jesus nennt uns ja seine Schafe, und da gibt es verschiedene Schafställe und jeder hat so seinen Geruch. Wir nennen die unterschiedliche Kirchen, die sehen anders aus, die singen andere Lieder und so weiter. Und wenn du in der pfingstlich-charismatischen Ecke unterwegs bist, dann hast du wahrscheinlich über dein Leben relativ oft nach wir haben Hunger nach Gott, wir haben Sehnsucht nach Gott. Und ich habe manchmal die Frage, die ich mir selber stelle, weiß ich, was Hunger ist? Also im Natürlichen glaube ich, was wirklicher Hunger ist, weiß ich nicht. Das wissen die Generation meiner Großeltern, was wirklich Hunger ist, was wirklich Sehnsucht ist. Ich habe noch viel zu viel Reserven. Und wenn der Psalmist das schreibt, dann ist dort eine authentische Sehnsucht dahinter nach Gott. Und Jesus kommt auf diese Erde, und er ist mit seinen Jüngern eine ganze Weile unterwegs. Wir haben den Text gelesen aus Markus Evangelium Kapitel 8. Ich will ein paar einleitende Gedanken dazu machen, dass wir den Text etwas besser einordnen können. Denn viele von uns haben den bestimmt schon gelesen und gehört. Und ich will uns den nochmal etwas kontextualisieren. Markus schreibt ja das Evangelium aus der Berichterstattung des Petrus. Petrus war einer der Jünger, die wir oft, ich glaube, wir tun ihm manchmal nicht ganz so recht, weil wir ihn immer als das Großmaul bezeichnen oder als den Forschen und so weiter. Und ich glaube, er ist einfach seiner Aufgabe nachgekommen.
Jeder Rabbi zu der damaligen Zeit hatte Schüler und unter diesen Schülern gab es immer einen Sprecher, einen Schulsprecher sozusagen, einen Klassensprecher. Der war derjenige, der immer für die Gruppe gesprochen hat. Deswegen spricht Jesus oft den Petrus an und fragt etwas, weil Petrus für die Gruppe spricht. Und es ist nicht nur so, dass der einfach sich nicht so gut zügeln konnte. Wahrscheinlich war er auch sehr temperamentvoll. Da gibt es andere Stellen, die das uns auch untermauern. Aber er kommt hier auch einfach seiner Aufgabe nach. Und Petrus gibt das an Markus weiter und Markus schreibt dieses Evangelium auf. Und Markus gibt ganz viel Einblick über das, wie Menschen Jesus sahen. Ich finde das sehr interessant. Von den Pharisäern zum Beispiel, da lesen wir in Markus 3, Vers 22, dass sie sagten, er ist besessen. Oder das waren jetzt die Verwandten, wir gehen gleich noch auf die Verwandten ein, genau, das sind jetzt die Verwandten, die zu ihm sagten, der ist nicht zurechnungsfähig. Die Verwandtschaft Jesu sagte, der ist nicht zurechnungsfähig. Der ist ein bisschen, da ist was ausgehakt. Die haben dann gesagt, komm mal lieber mit wieder nach Hause. Wir müssen ein bisschen besser auf dich aufpassen. Mach mal nicht so eine große Welle. Die Pharisäer sagten, die Schriftgelehrten, er hat den Beelzebul, also das war für sie der Oberteufel, der Oberböse, so ein Dämon, der ganz besonders alle anderen Dämonen auch nochmal Bescheid gab. Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also die sagten, er ist besessen. In seinem Hauptwohnort, wo er herkam, können wir in Markus 6 lesen, als Jesus dorthin kam, da sagten sie, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten. Und in seinem Haus, und er konnte dort keine Wunderwerk tun, außer dass er einige oder wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Markus macht absolut keinen Hehl daraus, was die Menschen, die auch teilweise sehr nah an Jesus dran waren, was sie über ihn dachten. Und in diesem Kontext, das müssen wir uns mal vorstellen, diese 12 Jungs, die kriegen all das mit. Die waren ja noch nicht so reif. Das sieht man an anderen Quellen oder an anderen Stellen, wo die auch mal eine ganze Ortschaft grillen wollen. Die kriegen das mit, wie Jesus von seiner Familie behandelt wird, dass der Ort, in dem er wohnt, da wird er auch nicht so wahrgenommen. Die Schriftgelehrten, die es ja eigentlich wissen müssten, die denken, der ist dämonisch belastet, der ist ein böser Geist ist auf ihm. Dazu kommt ja das, was wir jetzt nicht so in der Bibel lesen, weil das einfach selbstverständlich ist, die sahen, was Jesus gerne gegessen hat. Die haben gesehen, wie viel er gegessen hat. Die haben gesehen, wann der auf Klo musste. Die haben gesehen, dass er müde wurde. Das Markus-Evangelium im Besonderen schildert auch Jesus, der erschöpft war. Und dann sagt, Leute, mir ist einfach gerade auch ein bisschen mein entfernter Verwandter oder mein Verwandter ist jetzt gerade gestorben und irgendwie ist hier echt viel los. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Komm, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Also sie sahen diese Menschlichkeit oder auch dieses menschliche Wesen, was Jesus in sich hatte, gepaart mit diesen Erlebnissen und so sind sie jetzt 3 Jahre mit ihm unterwegs und Markus 8 ist schon relativ am Ende dieser Zeit Jesu, kurz, ist gar nicht so lange vor der Kreuzigung gewesen. Und sie wandern hier, das war gerade, hier hatte er die Speisung der 5000, er hatte 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen ernährt. Einige wollten ihn zum König machen, Jesus hält eine Rede und dann gehen ganz viele. Dann geht er in einen Ort, dem er so ein bisschen die letzte Chance gibt, Jesus war danach nicht mehr in Bethanien unterwegs, heilt dort einen Blinden
Und jetzt sagt er zu den Jungs, komm, wir gehen mal. Wir gehen mal nach Caesarea Philippi. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger, die Schüler sagten, warum willst du jetzt dahin? Weil Caesarea Philippi war ein sehr, sehr heidnischer Ort. Es war ein Ort, der ursprünglich Paneas hieß, nach dem Hirtengott Pan. In diesem Ort entsprang eine Quelle, ein wunderschöner Ort, eine Quelle, der Jordan hat ja 4 Quellen, eine dieser Quellen entspringt in Caesarea Philippi. Der Philippus, der Sohn des Herodes, also der die Kinder zu Weihnachten, also in der Weihnachtsgeschichte die ganzen Babys ermorden lässt, das war, sein Sohn war dort jetzt also König. Der war Jesus relativ gut zugetan, aber der hatte dann diesen Ort in Caesarea für den Kaiser und Philippi, also für den Philippus, umbenannt. Aber es war eine Ortschaft, von der man weiß, dass damals nur sehr, sehr wenig Juden dort lebten. Es war ein Ort, der geprägt war vom Götzenkult für diesen Hirtengott Pan und für alle möglichen anderen Götter. Es war nicht ein Ort, wo man sagt, oh, das ist ein religiöses Epizentrum. Jesus geht also mit seinen Jüngern dorthin und auf dem Weg, mit all dem, was wir im Hinterkopf jetzt haben, stellt er die Frage: Was sagen eigentlich die Menschen, wer ich bin? Es ist eigentlich eine Frage nicht nur nach seiner Persönlichkeit. Was denkst du eigentlich, wer ich bin? Ja, kennen wir das? Die Eltern, ja, solange ich dein Vater bin. So, was glaubst du, wer ich bin? Mit wem redest du hier überhaupt? Wir kennen ja solche Aussagen. Aber so war das ja nicht von Jesus gemeint. Er will sich nicht selbst beweisen, sondern er stellt einfach diese Frage: Was sagen denn die Menschen, wer ich bin? Und gepaart mit dem ist die Frage, die ich mir plötzlich stelle: Was ist eigentlich die Sehnsucht der Menschen gewesen? Weil wenn du eine gewisse Persönlichkeit, wenn du ein gewisses Selfie mit jemandem machst, da paart sich eine gewisse Sehnsucht nach etwas, was diese Person trägt oder wer sie ist, wofür sie steht. Und einige sagten, ja, Johannes der Täufer. Ich meine, das ist schon ein bisschen verrückt, weil der war ja enthauptet worden. Und die dachten doch tatsächlich, dass etwas ganz Übernatürliches passiert war. Es gab schon auch die Pharisäer besonders, die hatten schon einen starken Auferstehungsglauben. Also das gab ja auch immer wieder diesen Glauben, dass Leute wieder schon von den Toten auferstehen. Das war jetzt nicht so, wie es jetzt in unserer Kultur ist, dass das was ist, wo man sagt, boah, Totenauferstehung. Nee, hier war... Die sagten, das Johannes der Täufer, das klingt schon krass. Wer war denn Johannes der Täufer? Er war, ich nenne ihn gern den religiösen Exzentriker, gekleidet in Kamelhaar, aß also diese ganzen Heuschrecken. Ich war mit meinen Juniors mal im Globetrotter und da gibt es diese ganzen Würmer, und also sehr proteinhaltig. Da habe ich schon gedacht, pff, danke Jesus, dass ich nicht diesen Auftrag habe. Aber wisst ihr, der Johannes der Täufer war ja jemand, der hat Klartext gesprochen, der hat konfrontiert, der hat orientiert, der hat Menschen angezogen. Und manchmal ist man ja so auch in diesen Gedanken drin, man sucht nach Orientierung, man sucht nach jemandem, der ordentlich mal Bescheid gibt, wo man sagt, wir machen einen Neustart. Viele Leute haben einen Neuanfang gehabt, aber es ging sehr viel auf Orientierung für die Zukunft. Elia, auch ein exzentrischer Prophet, der war ja ähnlich gekleidet wie Johannes der Täufer. Ein Mann, der viel Gottesbotschaft verkündet hat und in einer unheimlichen Vollmacht gedient hat und bis heute für die Juden eine ganz besondere Persönlichkeit ist.
Elia, es von ihm wird gesagt, diese Prophetie, die letzten Verse des Alten Testaments, und Elia wird auftauchen und er wird die Herzen der Söhne zu ihren Vätern kehren und von den Vätern zu ihren Söhnen. Er ist Elia, ein Mann der Wiederherstellung. Hier kommt eine Sehnsucht, und nicht nur eine Sehnsucht nach Klartext, nicht nur eine Sehnsucht nach Orientierung, sondern hier kommt eine Sehnsucht nach, oh, hoffentlich kommt einer, der stellt wieder her. So viel Leid auf dieser, unter uns, so viel Streitigkeiten, so viel, oh, ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Ordnung. Und dann sehen wir dort, dass andere sagten, einer der Propheten. Aus den Quellen der damaligen Zeit erschließt sich, dass viele an Jeremia dachten, wenn man an die Propheten dachte, weil Jeremia auch nicht so ein schönes Ende nahm und sein ganzes Leben war doch gekennzeichnet von ziemlich vielen Herausforderungen. Wir sehen dort drin, dass der Jeremia zum Schluss seines Lebens, wir wissen gar nicht, wo der gestorben ist, der ist irgendwo in der Ferne, wahrscheinlich in Ägypten gestorben, keiner weiß, wo der geblieben ist. Keiner hat auf den gehört so richtig. Immer wenn er gesagt hat, geht rechts, dann sind sie links gegangen. Wenn er gesagt hat, geh links, dann sind sie rechts gegangen. Und dennoch projizieren sie diese Sehnsucht, dass auch da einer ist, der von Gott uns was sagt. Jetzt ist es ja eigentlich ganz schön, wenn man sich das so überlegt. Also ist einiges von dem, was Jesus auch tun will. Aber es geht ganz viel auf das gerichtet, was jetzt auf uns zukommen wird. Also die Hoffnung auf Jesus oder die Sehnsucht auf Jesus war ganz viel. Und was kommt danach? Was kommt dann? Da gibt es jemanden, der gibt uns vielleicht Ausrichtung oder Hoffnung für die Zukunft. Und ich möchte dir mal diese Frage stellen, wer sagt, sagen denn dein Umfeld, weißt du, was Menschen überhaupt in Jesus noch sehen? Was sehen sie eigentlich in ihm? Einen guten Lehrer mit schönen Ideen. Und ich glaube, wir alle müssen immer wieder aufpassen, dass wir Jesus nicht verkürzt darstellen. Dass wir nicht eine Schiene überbetonen, sodass wir ihn einfach als jemanden predigen, der gute Nachrichten hat oder der eine gute Weisheit für unser Leben hat. Ihr Lieben, das reicht nicht aus. Das ist nicht unser Messias. Jemand, der ein paar Wunderwerke tut. Ja, wunderbar, hat Elia auch gemacht. Aber lasst uns nicht die Herrlichkeit und die Größe unseres Gottes irgendwie schmälern, dass wir ihn runter reduzieren auf etwas, was uns vielleicht persönlichen Zuspruch gibt. Das ist wunderbar, dass es ein Zuspruch ist für dich, aber er ist mehr. Ich möchte uns wirklich, und ich spürte in meinem Geist diese Frage auch an uns als Kirche, wer sagt ihr, da ich bin? So viele unterschiedliche Phänomene und so viele unterschiedliche Sehnsüchte schwingen mit. Oh, das ist der mich versorgt, das ist der mir ein bisschen von Gott, da höre ich ein bisschen mehr Gottes Stimme. Ihr Lieben, Jesus ist mehr. Und die Jünger sind mit ihm unterwegs und sie sehen seine ganze Menschlichkeit, sie sehen all das. Und Jesus stellt nicht die Frage an den Einzelnen. Wer sagt ihr denn, wer ich bin? Er sagt nicht, wer sagst du, der ich bin? Spricht nicht Petrus an. Das Wort Gottes legt eine große, einen Wert darauf. Hier geht es nicht in dieser Stelle um dein persönliches Bekenntnis nur. Es geht um unser Bekenntnis. Wir als Gruppe. Aber du auch in deinem Umfeld, mit Menschen, mit denen du unterwegs bist, Kleingruppe, Hauskreis, wie auch immer du das nennst, die Frage ist, wer sagt ihr, der ich bin? Weil Jesus möchte unsere gesammelte Aufmerksamkeit, nicht nur ich alleine, oh, du bist mein Erlöser, du bist alles. Hey, wir müssen zusammenkommen zu ihm. Wer sagt ihr, dass ich bin? Die gesammelte Ausrichtung auf Jesus ist von so immenser Bedeutung. Und ich glaube, wir haben das unterbetont.
Ich glaube, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wurde es in unseren christlichen Kreisen unterbetont, wer wir sagen, dass Jesus ist. Dadurch sind mancherlei Herausforderungen gekommen, weil für den einen war er dann das, für den nächsten das, für den nächsten das. Und wir basteln uns ein Stück ein Gottesbild zusammen. Und ich möchte uns warnen und sagen, dahin kommen wir, dass wir ein individualistisches Christentum leben. Und ich glaube, die Zeit ist vorbei, in der wir dieses individualistische Christentum zu sehr betonen. Ja, Jesus kämpft für dein Herz. Ja, Jesus hat dich auf dem Herzen. Aber es ist nicht, ich bastel mir mein Gottesbild, wie ich es brauche, sondern als Gemeinschaft kommen wir zusammen mit der Ausrichtung auf den einen König. Weil in der Gesamtheit unserer Ausrichtung, da liegt der Schlüssel, in der Gesamtheit unserer Ausrichtung auf den einen König. Die Ehre des Königs liegt in der Menge des Volkes, sagen die Sprüche. Es liegt nicht in meiner tollen Erkenntnis. Wisst ihr, es relativiert mich auch ein bisschen, das ist alles nicht so ganz so tragend, was ich jetzt persönlich für mich. Das ist schön, das baut mich auf, hat auch einen Wert. Aber ich darf nie mich als Maßstab nehmen, so wie ich Jesus erkannt habe. Das ist jetzt der Maßstab. Nein, der Maßstab ist, wie wir als Gruppe, als Kirche zusammen ihn verherrlichen, unseren König. Denn Petrus sagt die vier wichtigsten Worte, die das Neue Testament uns in den Evangelien gibt. Er sagt, du bist der Christus. Was sagt er damit? Er sagt, Jesus, für uns hier ist das Warten vorbei. Du bist der Messias, der Gesalbte. Du bist derjenige, auf den alles sich alles zuspitzt. Du bist das Zentrum der Geschichte. Du bist derjenige, der Heilung hineinbringt in unsere Krankheit, der Versorgung hineinbringt in unseren Mangel, der Vergebung hineinbringt in unsere Sünde, der sein Licht hineinbringt in unsere Finsternis. Wir brauchen nicht mehr warten, du bist es. Es ist die krasseste Aussage, die wir uns vorstellen können. Sie sagen es hier zu einem, der wie Sie auch mal aufs Klo musste. Und dennoch sahen sie etwas anderes in ihm. Sie sahen, alles steuert auf ihn zu. Das Warten ist vorbei. Du bist alles. Wir brauchen nicht mehr auf jemand anders hören, wir brauchen nur noch auf dich hören. Wir müssen nicht mehr uns schauen, was kommt als nächstes. Nein, du bist jetzt hier. Vergebung, Neuanfang, Orientierung, Gottes Stimme hören. Alles ist hier. Alles, was wir brauchen, ist hier. Ich finde es so krass. Ich möchte mit uns einmal ganz kurz zurückgehen an den Start der Bibel. In den Garten, wo die Schlange die Menschen versucht. Weil da kommt die Sehnsucht, wird eine Sehnsucht in uns Menschen angepikst, die bis heute mich, immer wieder triggert oder immer wieder triggern möchte. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, da sagt die Schlange zu den Menschen, ja, keineswegs werdet ihr sterben, also wenn ihr von dieser Frucht esst, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Es ist die Sehnsucht, die hier angetriggert wird, dass wir besser sein wollen, dass wir wie Gott sein wollen. Und wir schaffen uns damit auch einen Gott. Wir kreieren uns einen Gott. Und jetzt kommt Jesus als Gott, der die Erde wiederherstellt, der sagt, Gott wird Mensch. Das heißt, nicht das, was wir werden wollen, steht im Vordergrund, sondern wer er ist. So schnell stehen wir in dieser Herausforderung, all die Dinge uns auch auszumalen. Wer wollen wir werden? Wir wollen besser werden, wir wollen stärker werden. Und was es eigentlich ist unser menschlicher Stolz, unsere menschlichen
eigenen Vorstellungen, die so stark im Vordergrund stehen, wo die Schlange schon sagte, oh, das ist doch was, ne? Du willst doch sein wie Gott. Aber Gott wird Mensch. Er dreht das Ganze um. So viele Menschen wollen Gott sein, aber es gibt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. So menschenverliebt ist unser Gott. Und wisst ihr, wenn ich diese Aussage von Petrus, du bist der Christus, dann stelle ich mir diese Frage, ist er wirklich genug für mich? Dann stelle ich uns die Frage, uns als Kirche, ist er genug für uns? Ist er alles für uns? Ist er alles, was wir brauchen? Eine kurze Seitennotiz, weil es entstehen immer diese vielen Fragezeichen, wenn man sagt, dass Jesus ihnen sagte, sagt bitte niemandem etwas davon. Warum sollen die denn niemandem was davon sagen? Wäre doch toll. Jesus zeigt uns die Demut Gottes. Er zeigt uns, wie Demut ist. Weil Jesus hatte immer noch den größten Kampf vor sich. Und auch Jesus hätte sagen können, nee, ich mach das nicht. Und er musste durch den Kampf im Garten Gethsemane, er musste da noch durch, als er nämlich zu seinem Gott sagt, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Er hätte am Kreuz sagen können, nein, ich mache das nicht mehr mit. Und Jesus war sich dessen bewusst. Er hat noch den schwersten Kampf zu kämpfen. Und ich will nicht gefeiert werden, bevor diese ganze Schlacht nicht geschlagen ist. Was für eine Demut unseres Gottes, die er uns hier vorzeigt. Was für eine fantastische Demut, dass er sagt, ich muss erst ganz weit runter. Ich werde mein Leben lassen. Und ich will nicht, dass ihr mich feiert, bevor ich diesen ganzen Weg nicht gegangen bin. Was für ein Gott. Und ich möchte dich und mich vor diese Frage stellen. Was ist die Richtung meiner Sehnsucht, deiner Sehnsucht? Und vor allem, was sagt ihr, wer er ist? Was sagen wir, wer er ist? Haben wir uns zufrieden gegeben mit dem, dass wir sagen, na, mit ihm können wir unsere Ziele erreichen? Nein, er ist das Ziel. Mit ihm kann ich ein bisschen mehr erreichen. Nein, er ist mehr als genug. Mit ihm, da wird unser Leben besser. Nein, er ist das Beste, was mir je passieren kann. Nichts kann das jemals schmälern. Die Herausforderung ist, dass wir dann in dem Augenblick nämlich resultatgetrieben werden. Wir werden auf Resultate getrieben. Wie muss es aussehen? Und wenn es dann ein bisschen dauert oder wenn es noch nicht so ist, dann sagen wir, oh, ist er vielleicht doch anders. Nein, er ist, der er ist und der er immer war, der er ist und der er sein wird für immer. Und es ist in ihm. Besser wird's nicht, ihr Lieben, besser wird's nicht. Er ist, der er ist. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung für die größten Durchbrüche, die wir brauchen in unserer Zeit, ist, dass wieder neu wir unsere Stimme erheben und sagen, wir haben den einen König und wir wollen keinen anderen. Ich glaube, die Zukunft der Kirche Jesu besteht nicht in guten Programmen. Sie besteht nicht in guten Gottesdiensten, sondern es besteht in dem einen Bekenntnis. Du bist der Christus. Es besteht in dem einen Bekenntnis, wir suchen keinen anderen mehr. Wir brauchen keinen anderen mehr, sondern nur dich, Jesus. Als Jesus einmal an dem Teich ist und da waren so viele Kranke und er stellt dem einen, der da 38 Jahre lag, die Frage, was ist mit dir? Da sagt er, das war ja dieser Teich und Zeit zu Zeit bewegt ein Engel das Wasser und wer dann zuerst drin war, war dann geheilt. Und dieser Mann sagte ganz ernsten Herzens zu ihm im Johannes 5, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn das Wasser bewegt wird, ins Wasser trägt. Und
So als wenn er sagen würde, könntest du dir so einen Campingstuhl hinstellen und wir warten? Und wenn das bewegt wird, dann guck, du siehst ziemlich athletisch aus, dann kannst du mich da schnell reinbringen. Ich habe mich auch gefragt, warum hat er sich nicht ein bisschen näher an das Wasser legen lassen, ja? Aber er war auf die Menschen ausgerichtet. Und wenn ich das lese, dann spricht das in mein Herz diese Frage hinein. Richte ich mich auf Menschliches aus? Oder ist er der Grund meiner Hoffnung? Ist er allein der Grund, warum ich Durchbrüche erwarte? Ist er allein der Grund, warum ich Heilung erwarte? Ist er allein der Grund, warum ich Trost erwarte? Ist er allein der Grund, warum ich Versorgung erwarte? Oder ist es, naja, Jesus, der hilft mir, aber ich muss das schon machen. Ich muss das schon. Ja, wir leben in diesem Spannungsfeld, dass natürlich wir uns in Bewegung setzen, aber nur deswegen, weil wir wissen, er ist da. Er ist Start und Ziel zugleich. Und ich spürte wirklich in meinem Geist schon vor einigen Wochen diese inständige Frage an uns. Was sagt ihr, der ich bin? Und ich glaube, das ist eine Frage, die an uns geht, aber die auch an den Leib Jesu geht, an die Kirche Jesu geht. Ist er genug für uns? Wenn wir ihn nur haben, dann haben wir alles, dann haben wir das Leben. Wenn wir nur ihn haben, dann ist die Sicherheit für uns. Mein Jesus, die Ehre Jesu, lass uns niemals etwas in den Weg kommen lassen zu diesem vollkommenen Werk, sein Blut, was er vergossen hat, seine Auferstehung, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Schönheit, seine Macht. Lass uns niemals irgendetwas uns auf die Fahnen schreiben, als hätten wir irgendwas dazu. Wir haben vielleicht nur uns gesagt, hier sind wir, deine Knechte, gebrauch uns. Aber wir sind nicht der Ursprung dieses Segens, sondern du bist es. Lasst uns niemals in diese Versuchung kommen zu sagen, wir tun alles menschlich Mögliche und vielleicht macht Gott den Rest. Nein, er hat alles getan, deswegen geben wir alles. Weil er sein Leben gegeben hat, wollen wir unser Leben geben. Das ist Sehnsucht auf diesen einen projiziert, der nicht so sehr auf das Ergebnis für mich persönlich guckt, sondern der auf das Ergebnis schaut, dass er verherrlicht wird. Das ist diese Richtung meiner Sehnsucht. Die Richtung meiner Sehnsucht geht auf die Anbetung eines Gottes, der mehr als genug ist. Die Richtung meiner Sehnsucht geht nicht auf Resultate für mich, weil das ist ein verkürztes Evangelium, wenn wir sagen, komm zu Jesus und alles wird gut. Deine Seele wird heil, aber vielleicht kommt Verfolgung. Vielleicht kommen Nachteile für uns. Vielleicht müssen wir Farbe bekennen. Und wenn unser Gottesbild auf Resultate für uns selbst beruht, dann berauben wir die ganze Macht, die er widerspiegelt. Es ist in ihm und in ihm allein. Ich bin mir bewusst, dass es provoziert und es provoziert mich. Und es muss uns provozieren, immer wieder aufs Neue. Ist er genug für mich? Wenn ich ihn habe, habe ich das Leben. Wenn ich ihn habe, habe ich alles, was ich brauche. Das ist das Evangelium. Das Warten hat ein Ende. Nicht mein Werden steht im Vordergrund, sondern wer er ist in mir. Er in mir. Er ist der Messias. Er ist der Christus. Nicht wie ich mich weiterentwickeln möchte. Ja, ihr Lieben, wir wollen Schritte gehen, wir wollen wachsen. Aber wenn unser Glaube eine Reduktion auf das ist, dass wir unser Leben etwas aufhübschen und charakterlich ein bisschen besser drauf sind, selbst das ist eine Verkürzung des Evangeliums. Es ist, dass er in seiner ganzen Schönheit, seiner ganzen Kraft, seiner ganzen Herrlichkeit in mir sich entfaltet. Und das gebe ich ihm das Recht, alles zu diktieren. Du darfst verändern, was du möchtest. Dann ist nicht die Frage, na, was könnte ich jetzt gerade mal angehen, an was denke ich, was müsste ich vielleicht, nein, dann darf er sagen, hier,
möchte ich mehr leuchten in dir. Wer sagt ihr, wer sagen wir, dass ich bin? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage unserer Zeit. Es ist die entscheidende Frage in den Jahren, die kommen. Es ist die entscheidende Frage ist nicht, was ist unsere Strategie, Menschen zu erreichen. Können wir uns gerne Gedanken drüber machen. Das ist nicht unsere Nummer 1 Baustelle. Wir können uns die Frage stellen, was können wir noch besser singen, was können wir noch besser machen, wie können wir... Nein, die Frage ist, die grundlegende Frage ist, wer sagen wir, dass er ist? Und ihr Lieben, diese Frage kann jeder beantworten. Es ist keine intellektuelle Frage. Was mein Herz so bewegt, ist, wie schnell wir auch dazu neigen, Grundvoraussetzungen auf Menschen zu legen, wie intellektuell anspruchsvoll sie sein müssen oder was sie alles können müssen oder haben müssen. Nein, es ist Menschen, die aus dem Schmutz dieser Erde ihren Blick erheben und sagen, du bist der Christus. Das lässt uns diese Ausrichtung haben. Das lässt uns Menschen diesen Blick auch hinwenden zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Es lässt uns sagen, hey, du musst nicht alles verstehen, du musst nicht alles erkenntnismäßig ergreifen. Zuerst ist es, dass wir Christus ergreifen als den Gekreuzigten, den auferstandenen Herrn. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir das Leben. Und nicht all die anderen Dinge in den Vordergrund, wie man sein muss, wie man singen muss, wie man reden muss, was man alles verstanden hat. Muss. Christus ist die höchste Erkenntnis, die wir je erlangen können. Und da braucht es keinen intellektuellen hohen Flieger, sondern da braucht es nur Menschen, die aus dem Herzen mit Vertrauen sagen, du bist der Christus. Und ihr Lieben, in unserer westlichen Welt sind wir daran wirklich so interessiert, dass wir das, was arm ist vor Gott, das, was zerbrochen ist vor Gott, dass Menschen hier reinkommen. Mein Wunsch ist, dass Menschen sich niemals diese Frage stellen müssen, passe ich hier rein? Das wäre eine schlimme Frage, wenn sich das jemand stellen muss. Passe ich hier rein? Wenn die einladende Ausrichtung von uns als Kirche ist, du bist der Christus, dann ist in dem Unser, dann ist in dem, wer er für uns ist, sehr viel Platz für Menschen, die dazukommen. Ja, wir richten uns komplett auf ihn aus, wer er ist. Und wir müssen ihm gehorsam sein. Aber lasst uns nie formen, zum Maßstab machen, weil sie haben oft im Blick, was wir werden und wie wir uns entwickeln und was wir alles schaffen können. Nein, es ist er. Ich lade uns ein, dass wir miteinander aufstehen und wir wollen miteinander dieses Lied singen. Ihr habt gemerkt, es ist meine Herzensbotschaft auf diesen Jesus, dass wir wieder neu, ganz neu auf diesen Jesus uns ausrichten, in unseren ganzen Unterhaltungen, in unserem Miteinander, in unseren Kreisen, in unseren Kleingruppen, dass wir eine Ausrichtung haben auf diesen Jesus. Du bist unser Christus, du bist der Christus. Und ich möchte dir heute diese Frage stellen, ist er der Christus für dich? Ist er derjenige, der alles ist für dich, der deine Sünde vergibt, der dich reinigt mit seinem Blut. Ist er alles? Oder gibt es, ja, ich habe Christus und dafür habe ich noch das und dafür habe ich noch das und dafür habe ich noch das. Und ich spüre, wie der Herr uns diese Frage stellt, dir diese Frage stellt. Es geht hier nicht nur darum, dass du das erste Mal dein Leben ihm anvertraust. Wenn du heute das erste Mal sagst, ich möchte diesem Jesus folgen, ich möchte errettet werden von ihm, dann ist das auch dein Aufruf. Aber ich frage dich, der du Jesus schon lange nachfolgst. Ich frage jeden von uns, ich frage mich, ist er der Christus?
alles? Oder habe ich eine Sehnsucht nach Avatva? Oder meine Sehnsucht, geht sie in Richtung von Dingen? Geht sie in Richtung von anderem? Oh, hier kriege ich diese Sehnsucht gestillt. Hier kriege ich diese Sehnsucht gestillt. Hier kriege ich das beruhigt. Ich glaube, es ist eine Frage, die Christus uns stellt. Wer sagt ihr, dass ich bin? Und es ist ein Moment heute, auch umzukehren, wo du sagst, ich hab was anderes noch dazu geholt. Ich habe Christus, ja, ist ganz nett. Aber diese Richtung meiner Sehnsucht, die spaltet sich irgendwo auf. Es sollte ein Pfeil sein und nicht ein Fächer. Und Jesus ist einer von denen. Ist er alles für dich? Ich möchte, dass wir miteinander dieses Lied singen, I just want to speak the name of Jesus. Und es gibt absolut nichts zu schämen, weil er ist ein einladender Gott, nicht ein bloßstellender Gott, sondern ein einladender Gott. Er sagt, darf ich dein Ein und Alles wieder neu sein? Darf ich dein Ein und Alles sein? Die Ausrichtung deiner Anbetung, die Richtung deines Lebens, die Gnade, die du brauchst, die Vergebung, die du brauchst, die Heilung, die du brauchst. Darf ich das alles für dich sein? Ich suche nirgendwo anders, Jesus, ich suche bei dir. Ich lade uns ein, dass wir das Kreuz ist da, während wir dieses Lied singen. Hier vorne gibt es Platz. Ich würde uns einladen, dass wir so 5 Minuten uns nehmen, wo jeder persönlich sagen kann, Jesus, ich höre auf diese Einladung von dir. Und du sollst mein Ein und Alles sein, wieder ganz neu. Egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Egal, wer es deine Position war, ist oder auf was für eine Position du zusteuerst. Wir alle, ich muss mir diese Frage stellen. Ist er alles? Du bist der Christus. Lass uns dieses Lied miteinander singen. Wenn du diesen persönlichen Moment nehmen möchtest, dann komm nach vorne. Geh zum Kreuz. Knie nieder und sag, Jesus, ich komme zu dir. Und ich bete dich an. I just wanna